Aber mal klicken und dann findet man die Kontaktdaten vom Besitzer Alexander von Dijk und kann Buenos Aires, wenn man denn wirklich käuflich erwerben kann. Das sind so ganz einfache Skills, die ich habe, weil für die Hörer reicht es bei mir nicht. Als die Frage wieder geführt wurde, wo Arce Freitags, Samantha Stolka mit Start Nummer 11. Ja, dann ist es bestimmt besser. Dann geht's weiter mit der 1, Valdoire Nadine Adam. Die 2 folgt Ino de Vivier, Jürgen Lok. Start Nummer 3, Lucien T. und Tom Karten. Die 6, Indie Bitter, Andrea Kämmerer. Die 4, Luke Bubblegirl. Dann Sven von Heiterbu, letztes Pferd, währenddessen bei Josephine und auch Lord Greenwood disqualifiziert worden. 19:06, die erste Zwischenzeit vor Publikum, das Feld Lucien T. vorn. Lucien T. vor Loke Bubblegirl, außen führt Indy Bit die zweite Spur an, dahinter dann Andrala mit Valdeloir innen, außen Oase Freitag, Vorstoß jetzt von Ino du Vivier in dritter Spur, dem wird es auch mal zu langsam. Nach einem weiteren wurde disqualifiziert. Vorne Lucien T. kommt mit der Führung auf die Zielgerade.
Lucien Tiefwürz in der Mitte der Bahn, dann Sven von Heiterbu, ganz an der Außenseite Oase Freitaut, in die Bütt innen, aber Lucien T. im Vorteil. Lucien T. außen kommt jetzt Oase Freitaut, gemeinsam mit Ingrid WW auf Touren, aber Lucien T. marschiert. Lucien T., Tom Karten hier, kommen nicht mehr in Gefahr, gewinnen das letzte Rennen. Auf dem zweiten Platz dann Ingrid WW oder Oase Freitaut, in die Bütt vierte, dann Pennenwood vor Andrala auf den weiteren Plätzen. 16:1 die letzte Zwischenzeit. Das Mai, das ist immer das Highlight des Sonnenmarktes. Ja, das war gut. Zuvor und Sieger in der Behörde, die Kommission, die Tom, der weiß nicht. Tom kam ein bisschen weg. Herzlichen Glückwunsch und Gratulation auch natürlich an Hans-Joachim Tippen. Sehr schön. Danke. Bitte schön. Ja, charmante Begleitung hier. Tom, herzlichen Glückwunsch. Wie wichtig war heute die Startnummer im Vergleich zu den Hauptkontrahenten? Ja, ich war schon gut, aber ich glaube, dass ich am leichtesten war. Ich glaube, dass ich am leichtesten war. Eigentlich wollte ich gar nicht von vorne fahren. Kam jetzt keiner, aber ich würde sagen, war sehr, sehr. Hatte man dir mit auf den Weg gegeben? Das ist eine gute Taktik und das kannst du dann selber entscheiden. Wie schätzt du sie ein? Sie hat im vergangenen Jahr schon gut gewonnen aus dem Rücken gegen Prestigious SB. Die hatte damals noch einen Fehler gemacht, hat da schon viel Potenzial angedeutet. Eine sehr große Stute. Ich glaube, die könnte noch einen guten Weg machen, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass sie am Ende noch lange nicht mit den Ohren. Die weiß noch gar nicht so richtig, was Sache ist. Aber wenn man sie fragt, dann geht sie und war jetzt nicht heute sehr Wenn man dich fragt und nochmal fahren will, ich glaube, das hast du nicht rein, oder? Nein, ich habe keinen Fall. Nein. Tom, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wir müssen jetzt die abschließende Prüfung. Sehr herzlichen Applaus. Danke, Stuttgart. Wir sind auch mit der Anklage. Wie hat es Ihnen gefallen hier? Wann schon öfter mal?